So, willkommen zurück in einem neuen Video und ja, Pokémon Weiß Edition 2. Wir sind hier stehen geblieben gestern, beziehungsweise im vorherigen Part. Und gut, wir haben den ersten Arena-Orden, den Grundorden. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir heraus. Oh, guck mal. Hey. Hehehe. Und wie war es denn so? Den Kampf gegen einen Arenaleiter, meine ich. Oh, das ist doch der Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und deine Pokémon diese Reise eben erst begonnen. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Ja, das stimmt. Dann bekommst du jetzt das hier von mir, die TM-Rückkehr. Okay, Dankeschön, würde ich mal sagen. Beherrscht ein Pokémon Rückkehr, wird diese Attacke stärker. Je mehr es sein Trainer mag, verstehe. Aber meine Pokémon mögen mich nicht, also bringt mir das eh nichts. Also, dieser Cheren. Ja, da ist er. Belle, na, wie geht's? Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, was? Wow. Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visokaster eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visokaster anrufen. Mich auch. Da ruft sie direkt an, ne? Ja. Hallihallo, Julian. Ich bin's, Professorin Esche. Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig. Echt klasse. Dank dir wird sich unsere Beziehung zu den Pokémon noch weiter verbessern. Es ist wirklich wahnsinn interessant, Professorin Esche. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist. Schon ganz schön hart, wenn ich wenigstens einen gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Sharon. Auch wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu deinen Pokémon vertiefst und auf diese Weise ein immer besserer Arenaleiter wirst. Das stimmt natürlich, keine Sorge, alles wird gut. Das hast du schön gesagt, Bell. Ja, schön, sehr schön. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit den Pokémon leben. Vergesst das niemals. Was ihr auch tut, wovon ihr auch träumt, denkt immer daran, dass eure Pokémon immer bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Julian. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit den Pokémon hast. Ja, das stimmt natürlich. Hey Julian, Professorin ist ja schon cool, oder? Ja. Wenn du sie auf dem Visokaster anrufst, bewertet sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge oder verrät dir alles Wissenswerte über die Entwicklung von Pokémon. Cool. Genau. Ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkungen zwischen den Typen auf. Okay. Vielen Dank. Oh, guck mal, wer da ankommt. Bist du der Arenaleiter? Dann lass uns gleich kämpfen. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie meinen? Ich gewinne auf jeden Fall. Das werden wir dann ja sehen, ne? Wie man sagen. Gut. Ein Arenaleiter hat's wohl echt nicht leicht.
Das stimmt. Ich habe es so eingerichtet, dass du jetzt das CG verwenden kannst. Mithilfe des CG kannst du zum Beispiel per Infrarotverbindung oder drahtloser Datenübertragung kommunizieren. Danke. Okay, gut. Okay, war Peritro City. Etwas hinter Dowsing. Gut. Dann ab nach etwas hinter Dowsing. Gut. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt alles noch erwarten wird. Okay, gut. Route 19. Perfekt. Oh. Okay. Nagellotz. Oh, ich bin ehrlich zu dir, Nagellotz. Ich möchte nichts von dir, sorry. Und wir sollten gleich auch erstmal ins Pokémon Center gehen, weil meine Pokémon sind ziemlich, hab mitgenommen, vor allem halt, Vingriolo, Nagellotz. Es tut mir leid, Nagelotz, aber ich kann leider mir nicht die Zeit nehmen, mit dir zu kämpfen. Tut mir leid. Obwohl, tut mir eigentlich nicht leid, weil viel XP hättest du ohnehin nicht unbedingt gebracht. Oh, gucken wir es an. Der Medaillentyp ist da. Gut, dann reden wir mit dem Medaillentyp. Julian, es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier, nimm diese Tippmedaille. Nein, Tippmedaillen. Okay, auf 50 erhöhen, verstehe. Okay, gut, dann sollten die auch geheilt sein. Ja, natürlich komme ich bald wieder. Das ist doch klar. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, hier nochmal reinzuschnuppern, hier hinten ist ja direkt der, führt es ja direkt zu einer Stelle, die wir auch noch betrachten werden. Ja. Aber das dauert noch ziemlich lange. Die hier nämlich. In diesen Felsen wurden drei tiefe Risse hineingeritzt. Gut. Hier werden wir irgendwann mit dir zurückkommen. Das kann ziemlich lange dauern, aber wir werden hier zurückkommen. Die Kenner wissen, was hier passieren könnte oder was passieren wird, beziehungsweise was ich machen kann, dass es halt passiert. Gut. Aber na gut. Ach, Bill schon wieder. Meine Güte. Entschuldige bitte. Ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Ich füge die Habitat-Liste hinzu. Eine großartige neue Funktion. Gib mir mal kurz einen Pokédex. Ja. Mit der Habitat-Liste kannst du prüfen, welche Pokémon sich in der Gegend befinden. Okay. Eine großartige Funktion deines Pokédex. Um sie zu nutzen, öffne deinen Pokédex und berühre auf den Touchpad die entsprechende Schaltfläche. Als nächstes wählst du den Ort aus, den du dir ansehen möchtest. Okay, danke. Das ist ganz sinnvoll. Nein, ich will deine Ausführung ehrlich gesagt nicht lauschen.
Okay, bis dann. Wir sehen uns, würde ich mal so sagen. Jetzt müsste der Typ auch immer noch da sein. Was funkelt mir denn da entgegen? Aha, du hast also den Grundorden. Aber werde mir ja nicht übermütig. In der Welt geht es rau zu und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Na gut, dann kämpfen wir noch mit dir, wenn er so unbedingt möchte. Der Wanderer Igor. Ach, ein Riolu. Interessant. Level 11. Uff, uff, uff. Ja, wir müssen unsere Pokémon demnächst trainieren. Ja, das bleibt leider nicht offen. Gut, setzen wir Rankenhieb ein. Gut, Tackle und dann war's das mit dir auch, Riolu. Ich muss mit dir, muss mich dir geschlagen geben. Mit den richtigen Pokémon an deiner Seite kann auch ein Kind mit einem Erwachsenen mithalten. So ist das nun mal. Ja, so ist das nun mal, du Wanderer Igor. Gut. Ja, komm, wir müssen mit dir kämpfen, um unsere Pokémon zu trainieren. Ist leider so. Ich bin der beste Trainer im Vapretro Kindergarten. Ja, Prost Mahlzeit. Vorschüler Nils. Was ich auch irgendwie nicht verstanden habe, in der Serie ist es ja irgendwie so, dass du ab 10 oder 11 dein erstes Pokémon bekommen kannst. Hier haben es einfach schon irgendwelche Vorschulkinder. Oh naja, vielleicht ist das nach Regionen anders geregelt. Jedoch, ich meine, in Kanto gab es auch schon Trainer, die jünger waren als Ash. Oder? Ich meine schon. Okay, Level 15. Das ist ja schon mal was. Okay. Gut. Ach, ja, ich warte. Folgt mir, ihr beiden. Wieso? Ach so. Du kennst doch das dunkle hohe Gras. Es passiert zwar recht selten, doch ab und zu stößt man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig. Oder ein starkes Pokémon versteckt sich darin. Nimm dich also in Acht, wenn du dich in solchen Gras wagst. Als nächstes versucht ihr euch also an der Arena von Vapretro City. Dann nehmt die hier an euch. Danke. Für diese Beeren. Du auch, Silly. Und er hat auch gegen die Scherben von Team Plasma was anzusetzen. Mein Schutz steht fest. Ich will stärker werden als er. Jedoch, ist es doch so. Ich meine, er hat die Arena besiegt, also ist er ja schon stärker als er. Ja, stärker als Team Plasma, okay. Weiß ich nicht. Okay, gut. Hier im hohen Gras kann man ohnehin ein bisschen trainieren. Gut. Gut, dann setzen wir Rankenhieb ein bei Fililao. Und du setzt mal Biss auf deinen Artgenossen ein.
Oh shit, Mann. Okay, gut. Wir setzen nochmal Rankenhieb auf Philiaus ein und du setzt mal wieder bis auf Nagelotz an. Sollte passen. Für Nagelotz ist das halt gut, ne? Gut, dann setzen wir ebenfalls Ranghieb auf Nagelotz ein und du eben bis auf Nagelotz. Okay, gut. Dann würde ich aber auch kurz mal mein liebes Serpifan ein bisschen auffrischen. Mit einem Trank, ja. Einen Trank mehr bekommst du nicht. Und wir haben einen Superwahl. Das ist gut. So gefällt mir das. Okay. Ich würde tatsächlich noch einen. Obwohl. Ja, okay, dann machen wir noch einen Kampf. Ah, okay. Gut. Toxipet und Songkern. Jetzt setze ich mal Tackle auf Songkern an. Und er sitzt auch auf. Erstmal auf Toxicroak. So. Okay. Sonnenkern müsste dann weg sein. Und dann setzen wir bis auf Toxipet an, würde ich sagen, ja. Okay, Level 9. Das erfreut mich natürlich. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns Toxipet erstmal ins Team nehmen. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt wirklich sagen, weil haben wir ganz okayen Artgenossen. Und der ist natürlich entwichen, das ist natürlich blöd. Weil wir halt eben noch, aber gut, wir haben noch Riolu. Und wir riskieren jetzt nicht einen Angriff, wir wollen es jetzt endlich einfangen. So, rein hier. Ja, ist ja klar, ne? Und meinen Superball möchte ich ehrlich gesagt nicht an dich verschwenden. Also hier der Pokéball. Jetzt müsste es aber dran sein. Okay, gut. Toxipet ist jetzt offiziell ein Teammitglied. Nein, wir geben dir noch keinen Namen. Und wenn ihr Namenvorschläge habt, den ab in die Kommentare. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Episode. Wir sehen uns dann direkt in der nächsten. Dann geht's nach Fabrito City direkt. Also. Ciao Leute, noch einen schönen Tag.